Vielen fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, das letzte Mal. Fragen? Dachte ich mir schon. Ja, halt mal den Mund. War nochmal beim letzten Mal in der letzten Aufnahmesession passiert. Wir sind ins Seelengrab rein, haben Sirannas Mutter befreit, haben Dunnevir befreit, den Schrei Seelenreißer gelernt. Haben die Schriftrollen der Alten bekommen, sie gelesen. Ja. Und nun sollen wir den Faden in den Schwarzfeldhöhlen folgen. Die Schwarzfeldpassagen, genau, um Auriels Bogen zu finden, weil der wurde uns prophezeit. Und den sollen wir finden, um Harkon zu vernichten. Oder Harkons Plan zu vernichten. Fragen? Sei mal leise. Dachte ich mir schon. Ja, mit sowas redet man nicht. Sirana, gehst du da? Hä? Ja, okay. Klar, X ist ja beim Xbox-Controller an der Seite. So unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Sogar irgendwie wohltuend. Okay. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Ich rieche. Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Der ist gerade aus dem Ei geschlüpft. Okay, das sind kleine Blumen, die ich mir schnappen kann. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Es konnte nicht anders enden. Ein Herausforderer ist der. Das ist ja schön. Gibst du mir dein Ohr? Ja, gibst du. Oh, der hat sogar Geld. Ja, Schwächling. Sehr schön. Schieß gegen uns. Sehr schön. Gib mir mal deine Eier. Ich rieche Schwäche. Du hast schon? Dann hab ich mir ganz umsonst deren Eier geklaut. Mal dein Gold. Oh, ein Griechenranke. Falmerpfeil. Sehr schön. Aber der hat kein Ohr für mich. Aber hier ist eine Truhe. Die Truhe versorgt mich gut. Da liegen noch mehr Eier. Ich hasse die Schwarzfeldpassagen. Ich verlaufe mich hier andauernd. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Aha. Vor allem Schattenschleicher. Was sind der? Da unten. Mach hier keinen auf Gollum. Woher seid ihr gekommen? Ja, immer diese Sprüche. Der geht doch aus dem. Oh, der hat mir seine Seele gegeben. Sehr schön. Lichtblüten nehme ich mal mit. Ich gucke, was ich damit anstellen kann. Sehr dunkel, dieser Part. Woher seid ihr gekommen? Das ist immer diese dumme Frage hier. Bin ich schrecklich. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Gut, hier hat aber ordentlich reingeschöppert. Die Falle hat ordentlich reingeschöppert. Hätte ich nicht gedacht.
so weiter geht's durch dunkle Passagen. Im Vergleich zu... Okay. Wen haben die hier angebetet? Bewendeter. Das Eisenschild. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Sehr schön. Der Dremora-Fürst ist einfach zu geil. Ich liebe diesen Zauber. Was ist das hier für ein Scherz? Auf jeden Fall nichts, was man abbauen könnte. Ich rieche Schwäche. Sehr schön. Sehr schön, die sind jetzt alle tot. Ich hoffe, ich komme schnell aus den Höhlen raus. Denn heute ist es wirklich ein verdammt geiler Tag draußen. Ganz im Gegenteil zu dem, was hier jetzt in der Höhle vor sich geht. Also vor allem in der Falma, ist ja ekelhaft. Aber wirklich ein verdammt geiler Tag, einfach frischig gehabt. Und dann war ich relativ früh zu Hause, es ist geiles Wetter. Zu Hause ein Stück Pizza gegessen und ein Energy macht das Leben leichter. Ja, ja. Da fällt wirklich Stein zur Last. Umgekehrt, Steine fallen ihm zur Last. Mann. Wo komme ich denn hier wieder raus? So. Ein Hooker? Ah ne, ein Säbelzahntiger. Der Schuss war zu mächtig, der ist jetzt in die Wand geglitscht. Wenn man denn ein Auge. Der gönnt mir aber auch gar keinen. Der gönnt mir keinen Zahn, der gönnt mir ein Auge. Ne, das ist mir zu gefährlich, da einfach runterzuspringen. Ah, mein Gott, sieht das cool aus mit diesen ganzen Pilzen hier. Und das ganze Leuchtmoos. Tja, warum geht's so andauernd drauf? Der kackte Remora. Nein. Kein Seelenstein ist groß genug. Ja, ich töte die Tiere gerade nur aus Spaß. Eigentlich nicht aus Spaß, aber ich will meine Schießkunst verbessern. Aus Spaß wäre also, Sir. Und das bieten wir nicht. Nein, nein, Sir. Gib mir mal deine Gift. Wieder ein Gift. Oder auch nicht. Okay. Was sollte das jetzt? Die Animation von einem Crit und dann schießt er? Epischer Crit daneben. Verstehe ich nicht. Aber gut, ist auch nicht meine Aufgabe, das zu verstehen. Ach so. Ich möchte auch wieder raus. Ich hätte einfach nur hier hoch gemusst.
Verstehe ich schon. Woher seid ihr gekommen? Ich wollte schon gerade sagen. Bu, Sirana, Bu. Klopp mir hier mein Kill. Hab ich jetzt den Bogen so lange, bis der sich auflöst oder wie oder was? Wow. Ich glaube, da oben ist sehr schön. Ein Wegschrein. Gehen wir weiter. Bitte einmal aufmachen. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Erleuchtung. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Gib mir doch einfach den Kackbogen. Mir interessiert jetzt Auriel. Aber endlich bin ich aus diesen Kackhöhlen raus. Auf ins Tal des Vergessens. Ja. Ja, endlich raus aus diesen Höhlen. Und jetzt wird's gleich richtig ordentlich heftig. Ach komm. Leco mio, lass mich jetzt hier raus. Anderen Weg in Erinnerung. Egal. Das ist unglaublich. Das ist wie eine ganz andere Welt. Woher seid ihr gekommen? Habt ihr gerade einen Freudentanz gemacht? Guck mich nicht so an. Was hupt der so? Ist doch klar, dass der unterlegen ist. So, jetzt muss ich hier diese vier Schreine suchen. Ich werde bekloppt. Ist das ein hässlicher Pfeimer oder? Aha, ja. Woher seid ihr gekommen? Eigentlich habe ich den Schuss ins Knie gegeben, aber nie, der Bogen war nicht genug gespannt. War nicht so gespannt, ey. Lass mich doch hoch. So, Gott, was wollte ich sagen? So steil war der Berg auch nicht. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Muss ich ja sein. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Ist das da oben noch einer dieser Wegschreine? Ich frage mich, wo er hinführen mag. Möge Auriels Licht euch in euren finstersten Augenblicken leiten. Ja, ein bisschen tut es das schon. Sehr schön. Haben wir schon mal zwei Krüge. Und das, obwohl wir noch gerade mal 15 Minuten haben. Kämpfst du mal für mich?
Also viel Schaden macht er gar nicht. Das hätten wir geschafft. Ah, ja, ja, das ist der Ort. Ah, wo ist mein Bogen? Da. Seht ihr das? Einfach fantastisch. Dein Geldbeutel. Titelloses Buch. So, erstmal den Schein hier hinten aktivieren. Gib jetzt schon wieder auf. Gib es doch gar nicht. Ihr seid am Wegschein des Lernens angekommen, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja, muss ich ja. Auriel segne euch, mein Kind. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Ach. Hebst du jetzt mal den Schein hoch? Ich würde es ja selbst machen, wenn ich die Magie dafür könnte. Möge Auriels Wärme euren Körper stärken. Ja. Ich hasse es, wenn von Obst einem das so... so Fruchtfleisch zwischen den Zähnen hängen bleibt. Es kann doch nicht sein, dass der Typ schon wieder verreckt ist. Ja, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der ich die mache. Einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß genau, dass der letzte Schwein dort in den Höhlen auch der letzte sein wird. Aber etwas fehlt mir hier, muss ich sagen, gerade. Oder kommt das noch? Ich hab's anders in Erinnerung. Dieses Gebiet im verlorenen Tal oder vergessenen Tal. Diese Pfeife. Muss ich gleich schon wieder mich von diesem komischen Geist anquatschen lassen. Oder bin ich auch dieses Gebiet falsch gegangen? Irgendwie sieht das auch anders für mich aus, leicht. Was komisch ist. Ihr seid am Wegschrein der Entschlossenheit angekommen. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu empfehlen und seine Erleuchtung zu erfangen? Ja. Dann geht voran, mein Kind. Draußen ist es so hell. Möge der Reichtum wie ihr das ertragen könnt. Eure Entschlossenheit auf eurer Reise zum Allerheiligsten stärken. Braucht ihr etwas? Aber ja. Ich glaube, es wäre ihnen ziemlich egal, was ein paar Vampire mit Auriels Bogen anstellen würden. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Vergangenheit. Wenn wir nur diesen Virtus aus dem Allerheiligsten herausbekommen, glaube ich, dass sie ihn uns mit Freuden geben werden. Wer war nochmal Virtu? Möge Auriels Leuchten euch vor eurem Feind schützen. Ich finde es auch geil, dass diese Schreine als Teleport dienen an sich. Aber wo ist das, worauf ich hier gerade warte? Diese epische Stelle. Okay.
Da! Da, da, da! Ich wusste es doch. Aber du hast doch gesehen, wie das Eis gebrochen ist. Machen die hier jetzt einen auf, wir machen alles kaputt? Die haben auch Namen, diese Drachen. Reicht's auch. Gleich zwei von denen. Ja, Maul zu, stinkt. $184 Gold. Und du hast sogar eine Pelzrüstung und 299 Gold. So, dann kann ich jetzt wenigstens beide Tooms lernen. Tierfreundschaft und... Zombie. Jetzt habe ich den Seelenreizer komplett. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Schall, auch wenn er nutzlos ist. So, jetzt einmal gucken. Vergessene Tal. Da drüben muss ich irgendwie hin. Schon ironisch. Das vergessene Tal ist nahe der Burg Volikor und bin durch die Schwarzfallhöhlen. Schon sehr ironisch. Dass man mal bedenkt, Hakon hat sucht das Schwert seit den Aurelsbogen um seit tausenden von Jahren und findet den nicht. Obwohl der praktisch neben seiner Festung liegt. Ja. Nee, warte mal. Und das ist der nervigste Teil, diese Höhle dort zu finden. Was sagen? Ich hasse es. Oder muss ich mich jetzt zurück teleportieren, um den letzten Schrein zu aktivieren? Kommt euch diese Eisschicht auch etwas dünn vor? Warum mache ich mir keinen Sorgen? Ah, ist nur ein normales Elfenschwert, nö. Irrelevant. Da hinten wäre noch ein Schrein. Ich riskier's mal.
Oh, sehr schön. Ich werde das Gefühl nicht los. Ich muss mich... Ich mache da immer wieder denselben Fehler mit diesem Schrein. Dass das Rezession gar nicht mal so kompliziert war. Das umschreitende Vision, das heißt, ich hasse es. Hat mir jetzt nicht wirklich weitergebracht. Serana, gehst du mal da weg? Nee, warte mal, im Schrein der Leere war ich ja schon. Da bin ich ja hingegangen. Was? Zum Schrein des Entschlusses? Warum hast du mir das jetzt angezeigt? Möge Auriels Leuchten euch vor eurem Feind schützen. Ey. Quatsch. Zu meinen Schlüssen. Da wollte ich hin. Der lotst mich unbedingt zum Schein des Entschlusses, obwohl der am weitesten entfernt davon ist. Verstehe ich nicht. Möge Auriels Leuchten euch vor euren Feind schützen. Ah, ich weiß, du stehst jetzt so. Naja, das ist immer dieses Rätsel, was ich nie verstehe am Anfang. Ist immer so. Ich verlaufe mich hier andauernd in so einem Tal des Vergessens. Ich hasse diesen Dom. Ach, hätte ich eine Spitzhacke dabei, hätte ich ein bisschen Mondstein schürfen können. Ja. Hier ist diese Höhle. Komm her, du Gesindel. Ja. Was war das jetzt? Was machen wir hier für Spesken? Jetzt aber ab in die Gletscherspalte. Oh ja, ab in die Gletscherspalte. Es wird kalt. Du siehst nur, nicht nur so aus wie ein Troll, du bist ein Troll. Oder besser gesagt, du warst... Ist das ein Baby-Troll? Nee, das ist ein Falmer. Ah, passt aber. Auf geh, auf und davon. Ja, du kannst mich gern vergiften, aber ich bin gegen jegliches Gift immun. Resistent, immun, ach, ist dasselbe.
Okay, schön, dass Serana und mein Dremora mitgekommen sind. Feier ich. Cool, muss man unbedingt mal wiederholen, diesen Familienurlaub. Was hast du jetzt gemacht? Was hat die jetzt? Lass mich gerne mit dem Schild schlagen. Das bringt ja auch nichts. Ach, auf einmal meinst du, dich mal dazu gesellen zu müssen, wa? 22 Gold, zack. Ach ja, Serana, was machen wir mit dir? Nie bist du da, wenn man dich braucht. Und wenn man dich nicht braucht, stehst du die volle Kanne einem im Weg.